City Radio, Ihr Einkaufsradio. Guten Tag, Recklinghausen. Guten Tag, Recklinghausen. Mit Marcel Schenk. Schönen guten Tag auch an alle Fans von Deutschland sucht den Superstar. Hier ist Ihr Einkaufsradio und wir klären ja immer auf, was hat sich in den vergangenen Tagen so getan bei DSDS und natürlich das Ausscheiden von Sarah Engels, einer Frau mit doch wirklich super Stimme. Es hat schon für Furore gesorgt. Sarah, bist du sehr enttäuscht? Ja, es ist enttäuschend, ne? Vor allen Dingen schockierend, weil ich ja eigentlich gute Kritik bekommen habe. Und klar, man kann immer damit rechnen, dass man rausfliegt, aber ich habe jetzt eigentlich gedacht, ich hätte den Leuten auch eine andere Seite von mir gezeigt und somit dann auch vielleicht viele Herzen erobert. Ja, leider war dem nicht so. Sebastian, er ist ja so wirklich ja der Frauenschwarm, der Traum aller Mädchen unter 15. Vielleicht sogar auch über 15. Sebastian, du fandst das Ganze cool, oder? Ja, war cool. Also, ich war ein bisschen kaputt, deswegen ein bisschen erkältet, aber im Großen und Ganzen alles ganz gut. Ach ja, jeder hustet er sogar. Fragen wir mal nach bei unserer Promi-Expertin Sarah Bischoff von der Hey. Hallo Sarah. Hey Marcel. Sarah, nun sag mal, der Zickenterror, der ist jetzt irgendwie in den letzten Tagen in die Schlagzeilen gekommen. Was ist denn da los? Also seit die Sarah jetzt ausgeschieden ist am Samstag, ist ja der Zickenalarm in der Villa noch viel schlimmer geworden. Nina und Sasu sind ja auf Anna-Karina ein bisschen losgegangen und sagen, sie wäre unordentlich und Anna-Karina fühlt sich auch überhaupt nicht mehr wohl, das merkt man. Die überlegt jetzt auch auszuziehen und zwar ein Hotel zu ziehen in Köln. Ach herrje. Es gibt auch sogar Gerüchte, dass sie DSDS ganz verlassen will, das hoffe ich natürlich nicht. Ich habe sie schon interviewt und eigentlich wirkte sie immer ganz entspannt und nett. Die war ja auch schon auf 600 verschiedenen Schulen. Eigentlich, glaube ich, kann sie sich schon ganz gut anpassen. Ich weiß nicht, was da vorgefallen ist. Ich hoffe natürlich, dass sie weitermacht und dass am Samstag eine gute Show bei DSDS gibt. Das hoffen wir auch. Dankeschön, Sarah, für deine Einschätzung. Jetzt kommen wir zu einer Frau, die hat bei so einem Zickenterror nicht mitgemacht. Aber ist auch schon ein paar Jahre her, dass sie bei DSDS war. Ellie R.